Sage ich ehrlich? Es gibt so ein Problem. Ich kriege meinen Kühlschrank nicht so aufgefüllt, dass wenn ich in der Früh aufstehe, dass ich sage, boah, jetzt habe ich genau das Richtige im Kühlschrank, so dass ich sage, genau auf das hatte ich Bock. Ich bin halt auch ein Typ, ich mache mir keine Liste. Ich gehe dann rein, zum Beispiel, ich habe Bock auf Ananas, dann wird es gekauft. Da habe ich diese Pizza gesehen, habe ich mir gedacht, okay, von Hand geformt zumindest. Und dann bin ich auch schon überzeugt. Dann noch ein bisschen Avocado gekauft, weißt. Dann Hafermilch. Dieses Hafermilch und sowas, das fühle ich. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt Kaffee draußen trinke, dann trinke ich den Kaffee auch mit normaler Milch. Dann stört es mich nicht. Normale Milch einfach so random trinken, finde ich irgendwie ekelhaft. Es ist sehr komisch, ich weiß, auch widersprüchlich. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ihr die Glocke anschalten sollt, weil jetzt können jeden Tag um 12 Uhr Videos kommen. Ich will, dass jeden Donnerstag und Sonntag wie immer ein Video kommt. Warum? Ja, jetzt waren wir auf der Europa-Tour und da habe ich es einfach nicht geschafft, dass immer pünktlich ein Video kommt, so gesagt. Jetzt möchte ich es aber so machen, dass ich immer mal wieder, weil ihr krass supportet und sowas, dass wenn Dienstag ist und ich habe ein Video ready, dann haue ich das einfach raus. Dann habt ihr Dienstag noch ein bisschen was zu schauen, dann wisst ihr, aber Donnerstag kommt auch ein Video und Sonntag kommt auch ein Video. Das heißt, es können auch mal 4 Videos die Woche kommen, aber es können auch einfach mal nur 2 Videos die Woche kommen. Somit alle die Glocke aktivieren und jetzt, ich erkläre euch gleich, was wir machen. Das ist wirklich auch die letzte Chance, die ich jetzt gebe. Wir haben eine fette Burger-Tour gedreht und eins kann ich sagen, Wien kann wirklich stolz sein auf diese Burger, die in dieser Burger-Tour enthalten sind. Und ab jetzt werde ich auch wirklich nur noch Burger testen gehen in Wien, die sehr, sehr besonders oder irgendwas Krasses haben. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Speziellen habt, schickt mir keine, ja, die machen ganz gute Burger oder sowas. Die Burger müssen richtig krass sein, dann gehe ich sie noch testen in Wien. Ansonsten was anderes. Schauen wir mal, was wir noch so alles finden. So Leute, willkommen oder besser, hallo. Erstmal, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und herzlich willkommen in meinem Lieblingsaufzug. Ich habe letztens mit einer Freundin gequatscht, die hat gesagt, wer Converse trägt, Converse, mit dem braucht man nicht über Schuhe reden. Was ist eure Meinung dazu? Ich sage euch ehrlich, ich mag diesen Schuh, ich finde den geil. How are you, fella? How are you? Long time no see. Was geht, Bro? Alles gut, wie geht's uns? Gut, danke, Bro, wie geht's dir? Gut, ich sag dir so, wie es ist. Ich habe jetzt eine Burger-Tour hier gedreht, okay, mit Lukas. Wir haben meiner Meinung nach die 5 besten. Aber es gibt einen Burger noch, wo ich sagen kann, den können wir probieren. Hast du schon mal von Speisekammer gehört? Ja. Das gehört, glaube ich, ein Kollegen von mir sogar. Ist das der Stand? Ja. Ja. Alan kennt ganz Wien. Ganz Wien. Die bieten einen Burger an, der sieht geisteskrank aus. Und den müssen wir abchecken. Das ja, wird doch. Geh mal da. Da ist er. Eieiei. Der ist krank, oder? Das schaut mega aus. Bin ein bisschen sauer. Wir haben jetzt so viele Burger getestet. Die Leute in Wien haben eine Sache nicht verstanden, bis auf die 5, die in der Burger-Tour kommen. Dass du das Fleisch salzen musst, dass du richtiges Brot brauchst. Das sind so minimale Sachen. Einfach deine Hausaufgaben machen. Das könnte krass sein. Der könnte krass sein. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? Der Sommer kommt wieder. Ich bin so happy. Die Stadt, die Leute gehen wieder raus, wieder leben auf den Straßen. Ihr müsst euch überlegen, ich bin im September hierher gezogen, da war es schon gefühlt Winter und da war nichts los. Ich erlebe jetzt meinen ersten Sommer in Wien. Schöne Frauen auf der Straße, gutes Essen, Leute trinken Wein auf der Straße. Versteht ihr? Alles nur bis 22 Uhr, weil Wien schließt alles um 22 Uhr. Kippe, Habibi, Lahain, guck, ich liebe Lahain. Dieser Song Lahain war der erste, ab da war ich richtiger Fan. Mehr habe ich schon geliebt, immer gepumpt und sowas. Aber Lahain war der erste Song, danach habe ich Luciano durchgehört und dann war auch klar, hi, wie geht's? Kennst du die? Nein. Die kenne ich nicht, glaube ich. Mich kennen die sicher nicht. Oh ja, Bro. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, Lahain, Leute, war der erste Song. Das war der Song, der mich so wie einen Haken genommen hat. Luciano Sohn, was geht, Bro? Alles fit? Yeah, yeah. Luciano ist der beste Rapper, sei ehrlich. Sorry, Luciano, sorry. Bist du auf diese Speisekammer gekommen? Wer hat dir das empfohlen? Von wo kennst du das? Irgendwer auf Instagram. Ich weiß leider nicht mehr wer. Okay. Aber ein dicker Kuss geht raus an die Person, die mir das auch empfohlen hat. Also verehrte Zuschauer, herzlich willkommen bei der Speisekammer in Wien. 15. Bezirk. Sehr cool an so einem, ja, an so einem kleinen Tram, Straßenbahn, Bahnhof. Erinnert mich ein bisschen an diesen Burgermeister in Berlin. Finde ich sehr, sehr nice. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir haben Smashburger hier. Einmal doppelt und einmal Single. Wir werden beide probieren. Was Kleines trinken. Ich sage euch ehrlich, ich bin jetzt gespannt. Nur noch ein Patty da. Ja, aber sonst kann ich ganz kurz meinen Chef hier anrufen, weil unser Metzger ist ja auch direkt ums Eck. Wie kompliziert ist das? Weil der Double ist schon sehr geil und ich würde dir schon gönnen. Ja.
was schon mal ziemlich geil ist, die holen jetzt noch mal extra Fleisch, weil die haben leider genau nur noch ein Patty da. Aber er hat gerade gemeint, dass der Metzger in der Nähe ist, somit die bringen in einer Stunde noch mal welche extra für uns. Das heißt aber auch für euch, wenn ihr diese Burger essen wollt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der Burger gut ist, aber wenn er gut ist, dann schaut, dass ihr früh kommt, damit ihr auch noch einen Burger erwischt. Wir warten jetzt eine Stunde, wir gehen uns einen Kaffee reintrinken oder irgendwas, ja, und dann sehen wir uns gleich. Hey Siri, Starbucks in meiner Nähe. 700 Meter. Boah, das ist aber schon schwer. So ein Teil, stell dir vor, ich habe so ein Teil zu Hause, kann mich damit fetzen. Ja. Der ist komplett da drin, gerade ausgerastet, oder? Bruder! Ich schwöre, Bruder! So eine Puppe für zu Hause, ja geil, wenn du so paar Schläge reinhauen kannst. Mega. Der hat gedacht, ich will Türsteher werden in 2 Jahren. Schau, seht ihr Leute, einfach mal hier Kommi dagelassen, Like dagelassen. So, fresher Dude, kann man nicht sagen. Da bin ich auch nicht so arrogant, man muss einfach mal gönnen, weißt du, ich meine. So, alle Leute, die unter meinen Followern sind, ich sehe euch Leute. Und wenn ihr fresh seid, Leute, dann komm ich like mal, ich kommentiere mal. Hier, Instagram Randy Gamble. Eine Stunde später. Verehrte Zuschauer. Ja. Hi, Randy. Freut mich. Hi. Du siehst von euch, der Laden? Ja, genau. Also von meinem Freund, mir und meinem Sohn. Servus. Hi, grüß dich. Randy, freut mich. Michi, freut mich. Alan. Ja, voll cool, dass ihr uns so auf dem Schirm hattet. Und hey, ich muss ehrlich sagen, es wurde mir zugeschickt. Wirklich? Und ja, ich bin ehrlich, wir haben jetzt sehr, sehr viele Burger. So, ich mache das so ein bisschen, dass ich, weil ich halt jetzt hier lebe, da habe ich gesagt, ich probiere viele Burger. Aber es machen halt sehr viele Leute sehr viel falsch für meinen Geschmack. Fleisch ist nicht gesalzen oder Brot ist einfach nicht geil. So minimaler Hausaufgabenfehler. Aber da gebe ich dir auch voll recht, dass so oft viele Dinge einfach nicht passen, obwohl das eigentlich nur so Feinheiten sind. Das sind nur die Hausaufgaben. Und wir haben, unser Konzept war eigentlich, dass wir nur Hotdog, uns auf Hotdogs fokussieren. Ja. Aber dann haben wir gemerkt, dass es einfach so viel Nachfrage bei Smashburgern gibt, dass das halt auch so ein bisschen der Hype ist gerade. Dann würde ich aber trotzdem ein Single und ein Double nehmen. Ja, gerne. Genau, gerne. So würde ich das machen wollen. Wollt ihr Trüffel-Grana-Fries zum Probieren? Ja, safe. Die Soße ist auch ausgemacht, also diese Kühe. Ja, voll, wir machen geil. Chipotle, Trüffel, Aioli, Relish, das kommt auch in die Burgersoße rein, weil viele geben ja so ein bisschen Essiggurkenwasser rein. Ja. Wir haben uns gedacht, das ist zu simpel und wir machen es wirklich mit einem selbstgemachten Gurken. Sehr geil, sehr geil. Ja, dann macht es euch bequem. Danke. Okay, let's try this. I wish I had eyes in the back of my head. I've been working on my pride, but the rest of me cares. Every time I feel alive, it be love in the air. You my sinner, don't fold like it's Vanity Fair. Every time that I be down, then I be running to you. It's ironic that I'm scared, but I'm calling you boo. Please don't ghost me, love me. Also eins muss ich schon mal sagen. Die drei richtig junge Leute am Burger machen und sowas feiere ich. Die haben sich so gedacht, hey, wenn man die Hausaufgaben macht bei einem coolen Burger, dann hat man einen coolen Burger in der Hinsicht. Gutes Fleisch hat, gutes Brot hat und die Zutaten sauber auf diesem Burger packt. Er ist schon am Burger Smash und ich muss ehrlich sagen, die waren sehr, sehr schön gesmashed. Sehr, sehr schön. Wir haben einmal Single, wir haben einmal Double bestellt und ich bin wirklich happy. So. Super sympathisch, super cool. Ich würde mir jetzt einfach nur schon für die wünschen, dass dieser Burger jetzt richtig geil ist. Smash Burger, doppelt 8,50 und der Single 6,80 €. Daneben ist noch eine Getränkflasche. Ich weiß nicht, ob dein Getränk auch dabei ist. Das wäre krass, das wäre ein super Angebot. Besser kann man es nicht bekommen. Hauptsächlich geht es hier nicht um Burger, das muss euch bewusst sein. Das ist schon nur so mehr auf Hot Dogs, Qualität, Bio, regional oder 100% österreichisches Fleisch. Wir werden noch so spezielle Grana Pommes bekommen. Oh, Burger wird belegt. So, dann haben wir hier einmal den Single und das ist der Double Smash Burger. Beide mit karamellisierten Zwiebeln. Geil. Sonst ist klassischer Smash Burger. Sehr geil, sehr geil. Das sind eben die Trüffel Grana Fries. Für den haben wir Trüffel Aioli. Das ist auch wirklich eine selbstgemachte vegane Mayo. Ja. Die Trüffel habe ich aber leider nicht selbst gesucht. Okay. Danke. Danke. Okay Leute, ich habe jetzt auch noch mal mit denen gequatscht. Der Freund von der netten Dame kocht sehr gerne, hat schon Sake selber gemacht, Bier selber gebraut, Sojasauce selber gemacht. Der ist so ein Typ, so wie ich das jetzt verstanden habe, in den 2-3 Minuten, der wirklich so Liebe hat für das, was er tut. Und ich sage euch jetzt eine Sache. Dieser Burger, so wie er hier drin liegt, okay? Brot angetoastet. Schaut euch diese Kruste an. Wir haben American Cheese, wir haben so ein bisschen China Coal, wir haben frische Essiggurken, Sauergurken, karamellisierte Zwiebeln, diese Homemade Sauce und ein bisschen Tomaten und auch noch rohe Zwiebeln drin. Ist ein bisschen laut hier, aber es ist, wie es ist. Wir stehen an so einem Bahnhof drin. Ich sage jetzt einfach mal, guten Appetit. Lasst es euch schmecken.
muss dieses Fleisch auf jeden Fall einmal so probieren. Ich werde es jetzt so machen. Du wirst jetzt gleich noch in diesen Single reinbeißen. Danach werde ich erst meine Meinung sagen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten hier. Seht ihr, wie lang? Das Fleisch ist perfekt crunchy. Könnte für mich minimal, das ist nur eine Geschmackssache, minimal mehr gesalzen sein. Dieser Burger, alles, was da drin liegt, ist perfekt aufeinander abgestimmt. Dieser Laden hat jetzt schon mein Herz erobert, ich sage euch ehrlich. Eine Sache gibt's, für mich könnte man immer noch ein bisschen besseres Brot benutzen. Es ist sehr brotig, beiß mal in den hier rein. Was sagst du? Stell dir mal vor, man hat jetzt so ein richtiges Wolkenbrot. Ganz weiches Wolkenbrot, das verschwindet. Ich finde dieses Brot richtig gut. Mega. Ich weiß noch nicht, was da. Vielleicht ist es zu lang getoastet oder wie auch immer. Das könnte einer der krassesten Burger in Wien sein. Ich bin mir sogar sicher. Auch der Single. Ich habe jetzt gedacht, dass das Fleisch zu wenig ist, weil bei dem ist es auch sehr sanft. Aber den kann man auch voll locker essen. Junge, Junge, Junge. Ich finde auch, dass das Fleisch raussticht. Ja, ja, ja. Genau so muss es sein. Nicht alle anderen Komponenten, sondern das Fleisch hat so diesen Kick. Tegern sehr hell, für alle Leute, die über 16 sind. Ist ein Hammerbier. Direkter Pommes-Test. Direkt in diese Masse mit dieser hier, selbstgemachten Truffle Aioli. Die selbstgemachte Truffle Aioli, vegan. Schmeckt einfach so, als wäre sie nicht vegan. Boah, weißt du, wie sauer Lukas sein wird, dass wir diesen Spot nicht in der Burger-Tour drin haben? Wahrscheinlich kommt nächste Woche noch ein Video, wo ich Lukas diesen Laden zeige. Nur er soll sagen, seine Meinung dazu. Ich sage euch ehrlich, ich habe jetzt leider keine Gabel hier oder so. Schaut. Hört ihr das? Das ist Crunch sein Vater. Das Fleisch ist perfekt dieser Grillplatte zubereitet worden, muss ich ehrlich sagen. Es ist natürlich so, der Grillmeister entscheidet da viel. Wenn er das Fleisch richtig bearbeitet, dann sitzt es. Und er ist jetzt sogar persönlich hergekommen, hat es gemacht. Aber so muss Fleisch sein, meiner Meinung nach. Würden die das jetzt zum Beispiel, ich liebe diese Martin Potato Rolls oder Hawaiian Buns oder auch das ist ein sehr, sehr gutes Brot. Aber ich bin halt einfach Fan von anderen Brot. Diese dicken Essiggurken schmeckt man raus. Ich würde die Essiggurken klein hacken und so reinwerfen, dass du in jedem Biss alles hast. Das würde ich mit den Tomaten machen, das würde ich mit allem machen. Das ist auch noch ein Punkt, den man bemängeln könnte. Genau, dass sowas nicht passiert, dass was rausfällt. Wenn du alles in Würfel schneidest, hast du in jedem Biss alles. Aber der Burger ist in meiner Top 3 in Wien. Die Straßenbahnen fahren hier immer so knapp an einem vorbei. Aber es ist irgendwie ein Vibe. Die Person, die mir die Speisekammer empfohlen hat, ein dicker, dicker Kuss geht raus. Wir werden jetzt das Essen genießen. Ich sage so, wie es ist. So, crazy Arbeit. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das ist crazy. Der Burger ist richtig gut. Die einzige Sache, es ist aber eine Geschmackssache. Das Brot ist sehr brotig. Ja, ich bin eh gerade am Tüfteln, ob ich vielleicht eine bei Rezeptur was optimieren kann und dann einen Bäcker finde, der mir das so umsetzt. Es muss so luftiger werden. Ja, wie, ich war heute sogar bei Quetsch und habe mir das so recherchiert, weil das Burger Bun ist halt dort endgeil. Wir testen jetzt noch so eine, weißt du was das ist? Bosna ist so, ich glaube das hat sich so in Österreich mehr so verbreitet, so Wurst, bisschen so mit Zwiebeln. So der österreichische Hotdog? So auf die Art. Das ist hier sehr, sehr verbreitet, in Wien vor allem. Die machen das so ein bisschen auf ihre eigene Art, mit ihrem eigenen Touch. Ich habe gesagt, hey, den probieren wir jetzt noch. Und dann ist es auch geil. Jetzt schauen wir mal, wie der Hotdog schmeckt. So Leute, wir haben hier ein Bosner. Bosner einfach, so heißt es, oder? Ich weiß nicht, was da alles drauf ist. Sage ich ehrlich, ich bin überfragt. Junge, ist das geil. Dieses Brot für den Burger und der wäre perfekt. Junge. Wir haben's. Mega. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Zu late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Wir werden auf jeden Fall noch einen coolen Talk, Leute. Speisekammer, ich sage euch ehrlich, junges Team, super cool.
Ich hoffe, die werden noch ein bisschen erfolgreich. Deswegen bitte ich alle Leute, die dieses Video aus Wien schauen, schaut da vorbei, sagt, ihr seid von Randy. Die werden sich freuen. Brrr, brrr. Spaß.